Die Kreativität hat mit Sicherheit was mit langer Erfahrung zu tun. Aber wenn mal diese Tür geöffnet ist, dann sprudelt es richtig viel raus. Und dann kann man das auch gar nicht mehr kontrollieren und steuern. Es passiert einfach Sachen. Und das macht es immer so spannend in dem Beruf. Das Restaurant Segreto in Wittenbach hat mit Sicherheit den Vorteil, dass ich eine ganz andere Stabilität habe wie in Los Angeles oder London. Es ist einfach viel hektischer. Und die Produkte, die ich hier brauche in der Küche, für das brauche ich das Regionale, das Land und keine Großstädte. Wir versuchen, leicht italienische Akzente ins Essen mit reinzubringen, aber auch die Region und die Leute wieder zu spiegeln. Ja, durch die Schnittstellen von Buchhaltung und Gastronomie haben wir eine super Lösung gefunden über Abacus, über Gastrofix. Dadurch können wir uns viel mehr auf das Wesentliche konzentrieren, und zwar auf die Passion und Leidenschaft, die wir in unserem Handwerk leben wollen. Auf der Restaurantseite hat man eigentlich schon länger die digitale Geschichte, dass man bestellen kann, wirklich auf einem Gerät aufnehmen, das automatisch in der Kasse nachher abgespeichert wird und so der Tagesabschluss gemacht wird. Aber anschliessend hat man den Kassenabschluss den Buchhalter müssen übergeben, und dann sind doch relativ viele Belege gewesen und viele Stunden, bis wir es eigentlich dann wirklich in der Finanzbuchhaltung reingehen. Mit dem Abaninja, Kassenlösung, dem neuen Programm von der Abacus, können wir da heute digital direkt einbuchen lassen. Wir haben nicht mehr die Arbeit. Und da können wir uns natürlich aufs Wesentliche in Zukunft auch konzentrieren. Gerade die Buchhalterin kann nachher schneller in der Buchhaltung die Auswertungen fahren. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die dann einfach viel einfacher werden. Der Gast soll ins Restaurant Segreto kommen, um ein Geheimnis zu lüften, was auch wirklich der Name für Segreto ist. Und dieses Geheimnis kann er immer wieder teilweise lüften. Durch das Ambiente, er wird immer wieder neue Ecken erkunden, er wird immer wieder neue Teller zum Ausprobieren bekommen und wird immer wieder überrascht sein über die Geheimnisse, die wir zelebrieren jeden Tag. Ich brauche die Unterstützung von meinem Team, um erfolgreich zu sein. Also es funktioniert nicht mit einer One-Man-Show. Für mich war immer wichtig, erfolgreich zu werden. Und oft muss man auch mal das Glück erzwingen, und das versuchen wir jeden Tag hier.